Hey Leute und willkommen heute zu einem Paladins-Tutorial-Video, und zwar wie man Bomb King spielt. Bomb Kings erste Attacke ist es, eine Bombe zu werfen, macht aber nur 10 Schaden bei einem Treffer. Erst bei der Detonation mit Rechtsklick verursacht er 900 Schaden auf seine Gegner. Bomb Kings Bomben sind Flächenschaden und machen somit auch bei ungenaueren Treffern Schaden, die aber je nach Ungenauigkeit immer weniger. Seine Q-Attacke lässt ihn eine Riesenbombe werfen, die nach 3 Sekunden explodiert, 800 Schaden verursacht und die Gegner für 2 Sekunden stunt. Seine F-Attacke ist wieder eine Bombe, die man werfen kann, jedoch bei Detonation kaum Damage verursacht, sondern Gegner von sich wegstößt. Bomb King kann sich aber auch selber damit wegstoßen und somit aus Gefahrenzonen rauskommen, wofür man sie auch eigentlich hauptsächlich benutzt, also die Bombe wird eher für Mobilität halt benutzt. Seine Ultimate lässt ihn selber für insgesamt 5 Sekunden eine Bombe werden und erzielt somit 2500 Schaden im Umkreis der Bombe, stunt alle Gegner und geht durch Schilde durch. Bomb Kings 4 Talente, und zwar die erste, Kettenreaktion. Triffst du einen Gegner mit mehreren Bomben, fügt jede Bombe nach der ersten 30% mehr Schaden zu. Königliche Untertan erhöht den Explosionsradius der Haftbomben um 20%, Brandbeschleuniger, Grummelbombe explodiert 40% schneller und Zerstörungswut, Grummelbombe zerstört bei Explosion alle Schilde, erhöht den Explosionsradius um 30%. Also, die besten Legendären, die eigentlich benutzt werden, sind Kettenreaktion und Königliche Untertan, je nachdem halt wie das Gegnerteam halt aussieht. Also bei Tanks ist halt Kettenreaktion ganz gut, indem man mehrere Bomben auf die Gegner drauf wirft und dann erst zündet, aber ansonsten halt immer Königliche Untertan, um halt besser mit Flankierer anzukommen und auch bei ungenauen Treffern gut Schaden zu erzielen. Und ja, da bringt 20% mehr Radius auf jeden Fall einiges, und daher auch beides die besten Talente. Muss man für sich selber rausfinden, was man spielt, also Kettenreaktion und Königliche Untertan sind auf jeden Fall die besten Talente für Bomb King. Hier seht ihr meine Kartendecks, womit Bomb King halt am besten spielbar ist und auch passend zu den Legendaries natürlich. Aber halt auch ein Allround, wenn man jetzt die anderen Legendaries spielen möchte oder irgendwie mal austesten möchte, könnte man die auch benutzen. Aber halt am wichtigsten ist das Nachladetempo, ein bisschen Leben, also auf 5, je nachdem wie man möchte. Man kann es auch auf 4 haben oder niedriger. Dann Flammenexplosionskarte, dass die Puffbombe bei jeder Detonation bzw. ja, bei jeder Detonation von einer Haftbombe wird halt hier um 0,4 Sekunden die Uplinkzeit reduced, und ja, bei ganz schnellem Werfen von und Zünden von Bomben geht es halt recht schnell und hat halt damit seine Puffbombe schnell wieder fertig, also wieder parat. Dann hier habe ich halt noch eine Karte drin, 20% weniger Selbstverletzung, und hier Luftschlag, Puffbombe erhöht deine Luftkontrolle bis du landest um 10%, sind zwei Karten, die eigentlich recht gut sind dafür, dass sie nur auf 1 sind. Kann man auch was anderes hinmachen, aber ich finde, die beiden sind wirklich auch meiner Meinung nach ein Muss, weil ne, ein bisschen weniger Self-Damage und Puffbombe kann man halt sich besser kontrollieren. Der Luft nur auf 10 reicht es auch völlig aus. Und ja, das Deck ist eigentlich genauso aufgebaut, vielleicht nur ein bisschen anders, obwohl ne, eigentlich genauso aufgebaut. Habe das rumprobiert, aber habe es dann im Endeffekt wieder so gelassen wie vorher. Und ja, ansonsten kann man halt auch noch Mobilität rein tun. Das heißt, nach jedem Kill 40% mehr also Laufgeschwindigkeit für 4 Sekunden lang, ist auch nicht schlecht. Kann man auch reinmachen. Also die beiden Decks auf jeden Fall recht ja, gute Decks für Bomb King. Ihr könnt euch natürlich auch selbst an etwas ranwagen, aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, damit anzufangen und ja, auch damit zu spielen, weil andere Decks sind eigentlich sehr selten gesehen. 3, 2, 1. So Leute, hier nochmal ein paar kleine Tipps. Wenn ihr halt ultet, ne? Ultet halt natürlich nicht in 5 Gegner rein, das ist ja logisch, weil ihr seid ja nicht unbesiegbar. Und ultet niemals ohne Munition, weil wenn ihr die Leute halt stunt nach der Explosion, heißt ja nicht, dass, ne, wenn ihr 2500 Schaden macht, sind ja nicht direkt alle tot, die Tanks überleben das. Oder andere Champs halt auch, ne, kommt drauf an. Und ja, deswegen solltet ihr halt immer mit Munition ulten, und ihr könnt einen kleinen Trick machen, und zwar, wenn ihr die Puffbombe hier hinhaut und halt einen Überraschungseffekt machen wollt, also überraschen als einfach von der Stelle zu ulten, rennt auf sie zu, springt, um eine erhöhte Mobilität zu haben, und dann ulten, und so könnt ihr dann halt besser vorankommen und die Ulti dann halt in der Luft zünden. Ihr könnt sie auch direkt von der Stelle aus zünden und dann hochfliegen, damit die Zündungszeit nicht so lange dauert. Aber
geht halt nicht einfach hier, zum Beispiel wenn hier die Gegner sind, geht nicht einfach hier hin und ultet dann, dieses doofe Pferd, ne? Geht da nicht einfach zum Beispiel hier hin und ultet dann, in zum Beispiel die ganzen Gegner davor, nehmen wir an, das sind alles Gegner, ne? Dann erschießen die euch halt. Und ja, könnt ihr halt sehr schnell sterben, deswegen macht das auf jeden Fall nicht. Und ja, wie gesagt, der Trick, ne? Einfach jeder, nach jeder Zündung, nach jeder geworfenen Bombe am besten zünden auf der Entfernung. Und ja, nicht irgendwie mehrmals werfen und dann erst zünden. Damit trifft man nicht so viel, wie wenn man pro Bombe zündet halt. Je nachdem, ist auch situationsbedingt, aber meistens macht man es halt so. Hier sind wir schon am Ende des Videos. Bomb King ist ein sehr guter Damager und auf jeden Fall auch in höherer Elo ganz gut benutzt. Und wenn man ihn halt wirklich gut meistert, ein bisschen übt mit dem und halt die Bomben gut trifft, dann macht man schon enormen Damage und kann damit auch ganz gut carryen. Also wirklich Bomb King, sehr guter Damager. Als wenn man ihn halt maint, auf jeden Fall immer wieder gut sowas zu haben. Einen Main Bomb King in einem Team. In der Ranked-Runde. Also Bomb King macht auch mega Spaß für mich selber. Ist halt mein am zweitmeisten gespieltester Charakter. Und ja, macht wirklich sehr viel Spaß. Probiert es mal aus. Mit den Tipps werdet ihr, denke ich mal, besser. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video natürlich einen Daumen nach oben da. Und einen Kommentar am besten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Tutorial-Video. Haut rein und ciao.